Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2! Im letzten Part haben wir Bowser besiegt und Peach gerettet und haben hier Zugriff auf Welt S. Neue Galaxien warten auf uns. Und die sind ganz nett. Gleich mal anschauen, wir beginnen. Was für eine Überraschung! Das sieht mir ganz nach der berüchtigten legendären Welt aus, die als verschollen galt. Anscheinend gibt es hier noch weitere versteckte Powersterne. Also dann geben wir uns auf die Suche, Steuermann. Ja, klar, Digga. Oh, die Pixel-Mario-Galaxie. Gleich mal ganz nett. Die Musik im Hintergrund erinnert so ein bisschen an Professor Layton. Pixel-Mario-Galaxie. Nicht besonders groß, aber interessant. Klitzekleines Klempner-Problem. Warum? Was geht denn schief? Ha? Oh. Da stimmen die Farben nicht, da müssen wir was machen. Er ist auch schön, wie die Lava schön die Hose und die Mütze darstellt. Und ja. Aber ansonsten drehen wir mal die Platten um, oder? Die blauen. Ja, ja. Der Stern taucht hier auf. Wir müssen also einen Weg zurückfinden. Die Starcoin haben wir da hinten. Ich will jetzt nichts falsch machen, werde ich aber garantiert. Man kennt mich doch. Dieser blöde... Egal. Die schnappen wir uns. Kamera ein bisschen drehen. Und... Ach, da geht der Hintern auf Grundeis. Boom, so wie du. Wenn wir hier drauf bleiben, sind wir auf der sicheren Seite, oder? Na, dürfen wir auf dem Rückweg aber die nicht mehr berühren. Das ist auch so eine Sache. Hätte ich mir eine Linie freilassen können? Was mache ich hier eigentlich? Nur Bullshit. Ich wollte es extra nehmen. Unbedingt haben. Pass auf. Die, oh Jungs, diese, okay, sensationell. Da kam so ein bisschen der kleine Zuckzui aus mir raus. Wir haben es gleich, haben wir gar nicht so viel auf dem Weg fertig gemacht. Entfernt an Plattformen. Was? Wo fehlt noch was? Ach, da hinten. Rossel. Da ist noch ein bisschen. Ist ja cool, da sind wir gleich da. Geht doch, ich hab schon gedacht, warum kommt der Stern nicht zum Teufel? Okay, dann gib mal her. Nicht runterfallen, das wäre besonders uncool. Ja, ist ein schöner Auftakt. In dem Part, in Welt S und in die Woche, in den Monat. Das neue Jahr. Prost, Neujahr! Nee, noch nicht ganz. So, Freunde, was machen wir denn da am besten? Ich habe gesehen, da gibt's so Barrieren, genau die. Und ich weiß nicht, wie viel da verlangt wird. Also am Ende muss man wahrscheinlich alle 120 haben. Also ein paar Kometen fehlen natürlich noch. Gucken wir mal. Sag doch, wie viel es gebraucht hätte. Das interessiert mich so ein bisschen. Okay, nachdem die erste Galaxie ein Witz ist. Ach, da brauchen wir 100. Wir können jetzt schon... Ach, das ist ja kein... Also sind die alle kein Hindernis. 80. Ach komm, ach, billig, billig. Haben wir hier die Achterbahn-Galaxie. Die ist wirklich ein Ticken härter. Im Prinzip ganz simpel. Über den Regenbogen. Finde den Goldtopf am anderen Ende des Regenbogens. Ja, im Prinzip ganz simpel, aber wieder so eine typische Dings... Roll, Ball, Mission, Challenge Ball. Das bin ich mir nicht ganz sicher, ob das hier auf eine Kuhhaut geht oder nicht. Come in and find out. Vielleicht bin ich ja gut. Wovon träume ich nachts? Nicht zu schnell? Okay, dann geben wir erstmal Gas. Rasend schnell. Ich glaube, hier waren die Kometen oder die grünen Sterne. Irgendwas war hier besonders tricky. Die reguläre Mission sollte man aber hinkriegen. Das Blöde... Die rechte Route ist schwieriger. Und die hier? Ist leichter. Hepsa! So, aber ich will die Kometenmünze auch haben. Ne? Ah, die ist auf dem schwierigen Weg. Die Kometenmünze ist auf dem schwierigen Weg. Na gut. Weiß ich Bescheid. Ich probiere trotzdem mal hier mich auszuchecken. Ah, das war... Schade, Schokolade!
Ja, ich bin dafür, dass in Zukunft nicht mehr wie schade dasteht. Ja? Auf Mario Sunshine war ja Arrivederci und jetzt ist wie schade. Und ich möchte, dass im nächsten Mario für Wii U draufsteht, schade Schokolade. Und wenn wir da irgendwie Online-Petitionen einreichen, dass die deutschen Übersetzer bei Nintendo bei einem Mario-Fail schade Schokolade hinkriegen, das ist echt mal so eine Idee, ey. Da können wir was bewegen. Natürlich, wenn ich irgendwo mit meinem Namen stehe, dann ist es bei den Fails. Das ist doch ganz klar. Schwieriger, aber kürzer oder was? Ja, hier darf man nicht da dran kommen. Das wäre was. Schade Schokolade und dann drunter so Copyright bei Neosan LPM. Alle abonnieren. Bomben! So. Was haben wir? Hier müssen wir halt ein bisschen... Jetzt bin ich schon wieder richtig gut drauf. Ja, hier ist so schief, ne? Da muss ich nochmal weiter nach links. Wir müssen ohnehin nach links, weil die Rutsche so... Ihr seht's. Urte! Knifflig. Was sollen denn die Sternteile da? Meint ihr, ich sammle die jetzt ein? Falls ihr... Okay. Aber ich hatte schon befürchtet, es wäre schlimmer hier. Das ist ja gerade noch so an der Grenze. Hep, hep, hep. Aber nicht so schnell. Ich geb dir gleich. So. Heide Witzka. Okay. Festival der Bomben. Wow. Hauruck. Ja. Kriegt man schon leichte Panik, muss man sagen. Hauptsache, ich habe die Kometenmünze. Habe ich wieder Sternmünze gesagt? Einen Stern habe ich eigentlich bei mir drin. Oh mein Gott. Das ist eine fiese Kerbe. Dann muss man ganz schön nach links. Tricky. Wow. Naja, Tricky war der Dino bei Star Fox Adventures. Das haben wir hinter uns. Ein schönes Spiel. Ein schönes Let's Play. Jetzt gibt's Stoff, oder was? What the hell? Wollte gerade sagen, gut, da nimmt man extrem, wird auf die Bremse gedrückt, aber... Dankeschön. Aber das hätte man doch sonst nie packen können. Aber das hier sieht nach dem sicheren Sieg aus. Oder war es schon sicher heutzutage? Irgendwie haben wir es geschafft, Leute von heute. Oh, wow. Ei. Ich hätte wirklich gedacht, das wäre schlimmer. Aber es reicht mir schon, ehrlich gesagt. Mal sehen, wo dein Weg dann als nächstes hinführt. Und als übernächstes. Und was eigentlich die Kometen so treiben. Da, ba, ba. 104. Dalmatina. Gibt's nicht, oder? Es gibt nur 101 und 102. Ach, da sind sie schon am Start. Pixel Mario. Schabernack bei Pixel Mario. Ist das so? Kabums! Autsch! Guck schon mal, was wäre denn das nächste? Ja, wir wollen ja ein paar Kometen in Angriff nehmen, das definitiv. Aber was hätten wir denn hier? Nur mal so ein bisschen Ausblick da. Ich weiß, Mario Sunshine. Oh, das war voll das behinderte Geräusch, oder? Okay. Nein, du sollst hier auf die Weltenkarte. Fuchs. Wollen wir denn... Ich will mal gucken, ob wir überall die silberne Krone haben. Welt 1 gesaved, Welt 2 gesaved, Welt 3 super geil, die vierte auch. Und der fünften ist... Der Tugutleiter? Was soll das Symbol da? Hat er mich irgendwie noch herausgefordert? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Nein, oder? Stimmt. Da kam ein Brief, wo es hieß, ja, nochmal alle Wettrennen. Aber ist okay, ich glaube, ein Wettrennen ist da einfacher als diese Kometenmünze. Galaktischer Geschwindigkeitsrekord. Also wenn man durch die 5 Tore will, da haben wir uns ja erfolgreich abgeplagt. Es ist wohl eine härtere Nummer. Aber das werden wir im Nachhinein sehen. Also der Flugwettbewerb in der ersten Tugutleiter-Galaxie war schon knapp. Muss ich sagen. So, dann spuck's aus. Wettflug. Ich bin der heißeste Vogel. Schneller geht es nicht. Geht nicht. Ich habe noch nie verloren. Nie verloren. Ich mache es. Was mache ich eigentlich? Aber egal. Duell. Duell der Schnellsten. Jetzt kommt los an. Los geht's. Ich
glaubst du nicht, dass er dich mit mir... Ach, der, nur der. Ich hoffe mal das Beste. Mal schon zusehen, hier auf die Tube zu drücken. Ist die Frage, sollte man hier den Zylinder... Ja, wir gehen hier den Umweg, weil dann sind wir doch schneller. Also, was heißt Umweg? Ah, wir waren gut dabei. Ja, damit ist man definitiv schneller und so werden wir das auch anpacken. Oh Mann. Ich bin schon wieder hier. Nein. Das ist nicht kein Ende. Na komm. Aber keine Angst, Freunde. Das wird keine Sache vor einer Stunde. Eine Dreiviertelstunde muss es schon mindestens sein. Okay, jetzt konnte ich nicht so viel Turbo nehmen. Ja, irgendwie komme ich gerade nicht auf Beschleunigung. Oh Mann, oben drüber? Dass der sich noch nie entscheiden kann. Wo ist denn jetzt unser Konkurrent? Ist nicht so toll gelaufen. Quatsch. Und so erst recht nicht. Wenn man irgendwo abprallt, dann verliert man so viel Zeit eigentlich. Der einem schon... Ich glaube auch, dass der unser Rivale da zum Schluss abgeht wie ein Zäpfchen. Ich will jetzt permanent speeden. Nein! Packen wir es noch? Das ist ja lame. Also ich meine, das ist einfach gemacht. Tokotleiter ist sowieso immer lame. Nee, souveräne Meisterleistung natürlich, wie immer. Darf nicht wahr sein. Ich war sehr mega. Ich will es heute mehr. Nicht mehr, nicht mehr. Du bist die neue Nummer 1. Bitte, hier, Powerstern. Lass gut sein. Wenigstens hat er ein Grinsen auf den Lippen, oder? Ich auch. Nach diesen Erlebnissen bin ich dann doch echt erleichtert. Na, na, na. Dass uns das jetzt nicht irgendwie 5 Jahrhunderte beschäftigt. Sondern ein bisschen länger schon, ne? Na, 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 na. Das war die 105. Ah, da machen wir einen schönen bunten Part, würde ich sagen. Jetzt haben wir auch da Kometen, ja. Glasklare Angelegenheit. Aber da gab es noch, bumm, einiges nachzuholen. So, hier sind wir Welt 5 auch durch. Mensch, das geht ja ab wie, ja, auch schneller wie beim Haarewaschen. Rückblende-Galaxie, haben wir noch was? Und Funselblitz. Na gut, gehen wir erstmal zur Rückblende, ne? Die hat Style, ja, ja. Butsch. Was wollen denn die guten Wumms wieder von uns? Ah, Mario 64 Style oder was? Kometenalarm. Und zwar Beilung, die Silbersterne oder Wump. Beilung, Silbersterne? Die Nummer einsammeln in Zeitlimit oder was? Ist gar nicht der Rede wert. Mach schon. Keine hektische Musik, sondern hier in aller Ruhe. 2 Minuten Zeit dafür. Ich wüsste, wo die alle waren, ne? Gut, unten haben wir eine Wolke. Ah, gut, dass ich da lang gegangen bin, überhaupt. Mann. Da ist noch eine. Ach, das ist doch... Wirklich, wie ich sagte, nicht der Rede wert. Bumbatz, bum, oh mein Gott, du hast keine Wolke mehr, du Depp, wärst fast verreckt. Pass in Zukunft bisschen besser auf dich auf, sonst macht der Alte dir den Ofen aus. Bumbatz, bum, bumbatz, bum, bumbatz, bum, bumbatz, bum. Gerade mal die Hälfte der Zeit und schon 3 von 4, na gut. Ganz oben wird auch noch eine sein, aber... Wo ist die letzte? Ah! No! Ah, so kann man die Zeit auch rumkriegen, definitiv. Immer wieder eine Wolke. Ich glaube, der letzte Silberstern hatte auch irgendwie mit den Wolken zu tun da. Jetzt 35 Sekunden Zeit, den zu suchen. Überblick. Ach, ich weiß, der war doch irgendwie hinten. Todesmutig! Bam,
badam, bam. Und? Oder muss ich noch in den 19 Sekunden den letztendlichen Stern einkassieren? Dann wäre es interessant auf jeden Fall. Wie sieht's aus? Nein. Ach. Und hätte ich es in 19 Sekunden geschafft? So nicht! F.O. Da macht man sich schon ein bisschen lustig, ne? Und dann kriegt man direkt die Gotteshand ins Face geslappt. Na, 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 na. Gut. Dann werde ich jetzt noch besser in der Zeit liegen. Weltrekord der Silbersterne in der Rückblende-Galaxie. Na, nicht wirklich. Dafür bin ich doch viel zu lappenhaft hier, ehrlich gesagt. Nein! Was? Gleich? Alter! Macht er mich gleich auf Energie Null? Also typisch, ne? Tukut-Leiter so, naja, First Drivers nicht, ne? Aber Tukut-Leiter sauschnell, problemlos und dann so eine Billigaufgabe, muss man sagen. Da fehlt er, ne? Ich muss es doch irgendwie ausgleichen, meine Fails, ne? Wenn ich irgendwo skille, muss ich doch anderswo gleich mal zeigen, dass ich eigentlich nichts drauf habe, außer Zahnbelag. Noch nicht mal den habe ich drauf, ne? Das ist schon bedauerlich. Bumbats, 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 Bumbats. Wie komme ich denn nach da hinten eigentlich, wo der eine Powerstern, Silberstern ist? Außer sich einfach runterfallen zu lassen? Ja, da hinten bei dem, ach ja, ich weiß, wo es lang geht. Da zum Beispiel. Ja, man kann sich mit den Wolken hier so frei bewegen. Dass es überhaupt keine Frage darstellt. Dass es jeder Hans Wurst hinkriegt. Außer ich natürlich mal wieder. Du stößt mich runter, ne? Ja. Na, 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 na. Und den letzten ganz oben einsammeln, dass wir nicht so einen weiten Weg haben. Na, Mario ist ja auch nicht mehr der Jüngste und so. Schön, schön, schön. Ein Stern, der keinen Namen trägt. Au! Game over. Ich hätte mich jetzt auch vom Goomba besiegen lassen. Ihr kennt mich doch. Nein, nein. Genug der Fails. Wir wollen doch hier mal die Sterne an Land holen, oder? Richtig, so wird's gemacht. Sterne, Sterne, die hab ich gerne. Oh yeah. Sagen, was denn jetzt noch? Okay, in der Welt. In der Final World. Meinetwegen. Eine geht noch rein, eine geht noch. Monster Arena. Das war die Gegnerparade. Was könnte da auf uns warten? Risikokomet. Mal sehen. Komet Lala. Habt ihr immer noch nicht genug? Naja, eigentlich schon, ne? Was soll man machen, gell? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich wirklich Risikokomet, mal gucken. Oder auf Zeit. Nobody knows. Yes. Naja. Das war schon ein Diss von dem Schild, wo man hier diesen Goomba besiegt hat und... Ah, du bist schon weit gekommen. Das hätte ich nicht gedacht, dass du so weit gekommen bist. Voll das Cranky-Schild. Das da. Naja. Das Ganze mit nur einer... Blöd. Energieeinheit. Eine undankbare Aufgabe, möchte man meinen. Undankbar, aber nicht undenkbar. Ach, komm schon. Wer wird denn gleich lang fackeln? Bäm. Aber geht schon. Kriegen wir hin, oder? Ja, ich bin mir nicht so sicher, ey. Wollte gerade sagen, wie geht denn das jetzt nochmal? Feuer Mario, legt jetzt voll los, macht die Gegner blatt, geht in den Sternenring,
Der nächste Planet, euch mach ich auch kalt. Krabben, Hackfleisch, mach ich aus euch hier. Kaviar ist doch ganz beliebt. Tschüss, Mann. So. Nur die Ruhe. Checkpoint. Zählt er auch? Für einen Komet? Eigentlich schon, ne? Checkpoint ist Checkpoint und er hat zu checken. Boah, das war knapp. Da habe ich manchmal so ein bisschen mit der Einschätzung der Gegnerposition. Das muss ich noch üben. Das ist übrigens der Monsterkürbis, wo wir gerade drauf sind. Schön, schön. Buhu! Ja, also, ich muss sagen, auch Buhus brauchen natürlich ihre tägliche Hygiene. Müssen auch mal duschen, ganz klar. Sonst werden die Bettlaken noch ganz, ganz schmutzig. Na, 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 na. Ja, wenn ich das hier packe auf Anhieb, dann gebe ich einen aus. Nee, dann bin ich ganz zufrieden. Weil das, denke ich, auch eher eine Aufgabe, die ja, ein bisschen Geduld erfordert, ein bisschen... Bisschen Geschick. Ein ruhiges Händchen. Siehst du, der eine ist nicht... War ich mir nicht so sicher. Doinks. Und schwupps. Okay, die sind jetzt eine Nummer härter. Und nicht härter BSC, nein. Ach, die muss nur zweimal. Oder dreimal. Oder zehnmal. Was ist denn da los? Ah, das war mir so klar, du kleiner Böse. Du sollst doch auf deinen Bauhelm nicht immer Stacheln befestigen. So, wie ich sagte, Checkpoint ist Checkpoint. Der wird abgecheckt, bis alles vercheckt ist. Ja, werden wir überleben, oder? Möglicherweise. Boings. Einfach ausgepustet mit so ein bisschen... Ja. Das, der Wind, den Mario mit seinen Ärmeln macht. Also hole ich einen Eimer raus. Ach, das reicht schon. Ich habe gedacht, die müssen ganz raus, wisst ihr? Raus mit euch, ihr Kunstbanausen! Bums. Da gab's einen fetten, fetten Bums. Und... Hepsa. Gut. Hurry. Na, hier kann schnell was schief gehen. Muss ich schon mal so zugeben. Soll's aber nicht, deswegen... Mach ich mal ganz... Ganz Piano hier. Ach, leck mich! Ich sage schon immer so, ganz Piano und wurde da schon früh berichtigt, dass Piano nicht langsam heißt, sondern leise, ne? Oder? Ja. Und, was heißt denn eigentlich dann langsam? Weil ich das immer sage. Es wurde mir damals gesagt, 2010 vielleicht war es in meinem ersten Banjo-Kazooie-Let's Play, also in meinem zweiten Let's Play überhaupt, glaube ich, dass ich da darauf hingewiesen wurde, dass Piano halt nicht langsam, sondern leise heißt. Was heißt denn dann langsam? Da kann ich das vielleicht so als Running Gag, oh, wie lustig, in Zukunft bringen. Na, einfach nur, oder fürs Allgemeinwissen, da sind bestimmt einige Experten unter euch, deswegen rückt raus mit der Sprache. Oder gebt sie mir einfach. Ja, gebt mir eure Sprache. Sprachkenntnisse. Ich sehe jetzt erstmal zu, dass der mich nicht gleich basht. Der fiese Möb. RIP! Okay, draußen liegt ein Schlüssel. Nein! Der Haustürschlüssel. Oder kennt ihr, ich weiß nicht, ob das vielleicht bei euch ist, eure Großeltern oder was weiß ich, ob ihr es kennt. Wenn Leute... Muss ich das nehmen? Ja. Wenn Leute ihren Haustürschlüssel unter die Fußmatte legen. Also ich habe das... Ich bin ja in meine Wohnung eingezogen im März. Am 1. März gab es sogar ein Video auf Real Life LBM, lol.
und hab schon früh beobachtet. War das schon vorher? Und dann muss ich jetzt leise sprechen, dass er mich nicht hört. Nee, mein Nachbar hat, das habe ich gesehen, durch den Türspion, versteckt seinen Schlüssel unter seiner Fußmatte. Das heißt, ich sehe, dass der weggeht und könnte eigentlich unter die Fußmatte greifen. Ja, und bei dem mich zu Hause mal umschauen. Ja? Ja, mag ich natürlich nicht. Habe ich nichts davon. Ich bin kein Verbrecher und es wäre mir auch viel zu heikel. Und was soll ich davon haben? Aber es fände ich viel zu riskant. Und vor allen Dingen, ich habe ja auch schon die Putzkarte hier an meinen Türhenkel gehabt. Und eigentlich muss man da ja beim Putzen auch alle Fußmatten hochstellen. Das habe ich extra nicht gemacht, weil ich weiß, dass er seinen Schlüssel darunter hätte. Ja, wie schnell kommt der weg? Stellt euch vor, da kommt ein neuer Mieter, der kriegt die Putzkarte, tut alle Matten hoch, bemerkt den Schlüssel nicht und wischt ihn halt weg. Okay, so geistesabwesen muss man auch erstmal sein, aber Schlüssel unter der Türmatte, muss das wirklich sein? Diskutiert mit in den Kommis. Und vergesst nicht, einen Daumen hoch zu geben, wenn es gefallen hat. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, ohne Schlüssel unter der Fußmatte. Oder es gibt keinen nächsten Part, weil ich meinen Schlüssel unter der Fußmatte hatte und alles hier ausgeraubt wurde. Man wird sehen. Freunde, bis dann und ciao!